vielleicht jetzt nicht gerade aus wie ein Schlachtfeld, aber es ist eines. Was hier gerade stattfindet, ist Work in Progress. Ich bin jetzt ein bisschen fertig. 3 Tage nicht am Stück, aber ich habe jetzt 3 Tage lang nur Silenus Faber und Martin Logan, alle möglichen Verstärker gehört, um mich an den Sound zu gewöhnen. Ja? Für den großen Verstärkertest. Ich zeige euch das ein bisschen im Detail. Ja, also wie immer, unkomprimierte Dateien raus über Toslink, Lichtleiter. Und ich habe jetzt, um das Ganze ein bisschen zu würzen, 3 verschiedene DACs verwendet. Ich verwende den TDA 1540 DAC, der schon funktioniert. Es sieht zwar ein bisschen rudimentär aus. Und da habe ich dann noch dazu variiert. Ich habe jetzt hier entweder die Keramikchips drinnen oder die Plastikchips. Auch das macht nämlich einen Unterschied. Oder ich habe den Philips 69 TDA 1541 Studio DAC verwendet. Oder ich habe auch den 1543 DAC verwendet. Und was soll ich sagen? Die Kombination macht's aus. Hier das Schlachtfeld, also wirklich alle möglichen Kombinationen. Und ich bin jetzt nur bei Verstärkung pur, sprich, also ich habe jetzt den Dazil nur als Endstufe, aber mit seiner mitgelieferten Vorstufe verwendet. Nur den FM300A habe ich ohne Vorstufe direkt hinein verwendet. Und natürlich MP501 ist eh klar, das Monster. Und das Interessante ist, alleine der Dazil schon. Ja, also alleine mit dem Dazil ist es schon so unterschiedlich, wie ich da reingehe. Ob ich jetzt den 1543 oder den 1540 oder den 1541 Studio DAC nehme. Ich sage es jetzt einmal so, der Ziel ist auf der Silenus Faber am erträglichsten, wenn ich den 1540 DAC nehme mit den Plastikchips. Dann ist es eigentlich eine sehr, sehr geile Kombination. Ja, also das ist wirklich, die Kombinationen machen so viel aus. Und wenn ich mit dem 501 mit der Röhre fahre, dann kommt der TDA 1541 eigentlich am besten rüber, weil der die richtige Schärfe hat. Also die Röhre ist ja sehr, sehr, sehr analog, sehr warm, sehr räumlich. Und auf der Silenus Faber geht wirklich die Post ab, wenn ich hier den TDA 1541 DAC nehme, weil der einfach wirklich schiebt wie blöd. Und ich muss sagen, die Kombination 1540 Plastik mit Dazil ist absolut schön. Das geht. Es ist nicht, kommt nie im Leben an das hier ran. Nie im Leben, ja. Also Musikalität. Aber man kann den Dazil ertragen. Der Dazil auf dem 15 TDA 1543, das ist einfach schon zu kalt. Es ist einfach zu analytisch, zu digital, zu steril, zu. Na? Aber es ist wirklich interessant, wie die Kombinationen sich dann langsam ins Ohr reinspielen. Ja? Und da muss man wirklich, man muss sich Zeit nehmen. Also das ist das absolut Wichtige, ist, dass man sich einfach die Zeit nimmt. Und ich habe jetzt so viele Kombinationen probiert, welchen DAC auf welchen Verstärker. Und ja, das werde ich euch im großen Verstärkertest dann im Detail erklären. Jetzt habe ich alle Endstufen durch, alle Verstärker durch. Und was jetzt noch kommt, ist, jetzt werde ich dann den MP701, die Röhrenvorstufe, vor den Dazil hängen und vor den FM und das noch einmal mit dem MP501 vergleichen. Es hat kein Ende. Es geht weiter. Ja, so viel zum Thema Verstärkertesten. Das ist jetzt, das Wohnzimmer gehört mir allein. Und ja, die haben hier gut, ich schätze mal,
Ich glaube, 64 Quadratmeter hat der Raum. Und die Silenus-Faber, wunderschön. Also die bringt den ganzen Raum zum Wackeln, zum Zittern, zum Beben. Und ja, alles hat seinen Reiz. Der Ziel hat seinen Reiz. Man bekommt Angst vor seiner eigenen HiFi-Anlage, weil es einfach so brutal ist. Aber es fehlt halt einfach diese Herzschmerz-Musikalität. Ist beim Dazil halt, er ist ein bisschen kalt, ein kalter Kerl. Und ja, aber der 501 Röhre oder der FM300A, die können auch den Raum genauso zum Zittern bringen, aber nur halt nicht so angsteinflößend. Und sie machen das Ganze viel, viel musikalischer, viel schöner, viel runder. Ja. So, ich mache weiter.